Yo Leute, was geht? Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Part von Devil May Cry. In der letzten Folge haben wir sehr, sehr viel Zeit damit verschwendet, eine Silbertür zu meistern, aber ich habe es echt nicht gepackt und letztendlich dann auch aufgegeben. Ich werde das jetzt überhaupt nicht nochmal versuchen. Wir gehen einfach straight der Story weiter nach. Da bin ich sowieso mehr dafür, als irgendwelche komischen Türen zu meistern. Was ist das denn? Ah. Das saufen die. Wer zur Hölle ist denn für diesen Scheiß verantwortlich? Das ist der Mischvorgang. Doch wir sind eher an der Quelle interessiert. Ich schätze, unser Succubus befindet sich am anderen Ende. Ganz richtig. Hier entlang. Gibt Ärger. Einen Moment bitte. Careful. Die hat gesagt, wie careful? Was ist... was... Alter, oh Mann, das Spiel, ne? Ich muss wirklich sagen, ich komme einfach mit dieser Steuerung nicht so richtig klar. Oh, ja, logisch, genau, genau. Alter, du kleine, ekelhafte Scheide, ganz ehrlich. Alter, ich hab so die Schnauze voll von dir. Bastard, ey. Bisschen zerrissen gerade, ja. Gut so. Nein. Oh Mann. Das ist einfach zum Heulen ist das Leute. Oh. Fuck. Alter, das war richtig close. In die Luft. Steht er denn jetzt hier vorne, Mann? Ich würde eigentlich die anderen weghauen. Okay, oh. Alter, dies... Was? 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 Nee, das ist ein Witz. Das ist ein Witz. Okay, da müssen wir auf jeden Fall mal... einen Nebenstern benutzen. Okay, wie schalten wir die aus nochmal? Einfach drauf, ne? Bringt das was? Ja, ich glaube, das bringt was. Wir können es natürlich jetzt die Folge damit zubringen, die so zu besiegen. Ah, na, aber guck mal, das ist eigentlich relativ easy. Dass die daran scheitern, ist einfach echt zu fett. Oh, ja, dafür muss man natürlich auf... Ach du Scheiße. Lol, der eine liegt da. Was? Aber was war das bitte für ein ekelhafter Dreckbug jetzt? Nee, das finde ich nicht fair. Liegt der wieder da? Aber nicht so dauerhaft. Ich weiß nicht, was das war. Hier komm. Ne, so war das nichts, Leute. Ich gehe da echt in den Fangkampf über. Egal wie lange das jetzt dauert. Aber anders packe ich die beiden nicht. Na, geht doch. Hahaha.
Oh fuck, du Missgeburt, Alter. Komm schön in Oh, jawohl, Alter. Richtig zersplattert. Du hast gewonnen. Alter. Der ging richtig in den Rücken, ey. Den hat's einen Hexenschuss verpasst. Aber vom Feinsten. Dante, geht's dir gut? Das sah echt übel aus. Das? Quatsch. Das war leichter als eine Diät. Komm schon, ran an den Succubus. Stellt euch vor, ihr trinkt das und wisst es aber nicht. Ach, richtig ekelhaft. Okay, Mission abgeschlossen. Rang Doppel-S mal wieder, beziehungsweise Stilpunkt der Doppel-S. Das hätte ich mal wieder nicht gedacht. Das sind ein paar Punkte. Rang S. Nicht schlecht. Nice. Okay, nächste Mission direkt. Und zwar die Geheimzutat. Ja, die will ich eigentlich nicht unbedingt kennenlernen, wenn ich ehrlich bin. Ah, siehst du, wir können mit diesen Querschläger in der Luft einfach voll aufräumen. Da habe ich auch noch nie dran gedacht. Es gibt ja so viele Möglichkeiten einfach. Das ist krass. Das ist auf der einen Seite geil, aber auf der anderen Seite auch sehr... schwer einfach. Oha. Den Weg muss ich jetzt natürlich gehen. Dieser Tunnel führt dich zum Succubus. Wie komme ich da runter? Du kommst nur aus dem Limbus hinein. Ich kann dir nicht folgen. Was ist das? Eine Eieruhr? Es ist ein Fläschchen mit einem Zauber aus verschiedenen. Ich muss es nicht wissen. Du springst und ich drehe. Ist das dein Ernst? Vertrau mir. Ich springe, du drehst. Viel Glück. Sehr nice. Schieß doch bitte mal auf diese komischen Spinnen erst, okay? Dankeschön. So, jetzt gibt's aufs Maul. Oder auch nicht. So, jetzt aber, Pam, Junge. Jetzt den nächsten, komm. Alle ran hier. Jawohl. Ich auch noch. So ist das. Oh! Wäre ich fast einfach mal wieder in den Tod gesprungen. So, dann wisst ihr, was wir jetzt mal machen? Einfach aufräumen. Oder auch nicht. Fuck, das sind die. Verdammt! Stirb endlich! Ich habe keine Zeit für sowas! Aus dem Weg! Und einfach auslocken. So. Wir rushen jetzt durch wie noch nie, sage ich euch. Wahrscheinlich, ja. Wahrscheinlich falle ich gleich runter. Das sollten wir nicht allzu oft machen, da das auf die Lebensanzeige geht, sehe ich gerade. Komm her, komm her. Wegschlag mal nach anholen. Jawohl, so muss das. Das geht nach Zeit! Was passiert, wenn die Zeit um ist? Falls wir dann nochmal alles machen müssen, renne ich beim nächsten Mal einfach durch. Das wusste ich jetzt nicht. Ah! Okay. Also einfach durchrennen. Wir sind einfach nur dazu da, um es einen schwerer zu machen, hier durchzukommen, nehme ich mal an.
Das habe ich irgendwie nicht gesehen, auch wenn die Zeit relativ groß eigentlich ist. Da nicht so richtig drauf geachtet. Ich glaube, das hier können wir mal mitnehmen jetzt. So, das dürften wir jetzt aber eigentlich schaffen. Zack, zack. Jawohl. Und auf damit. Ich will echt nicht wissen, wie es hier riecht. Echt nicht. Okay, das war der Succubus, dieses wurmartige Vieh. So, wir sammeln hier noch ein paar Seelen ein. Ich würde sagen, wir machen noch Verbesserungen, zwei, drei, die wir machen können. Und dann war es das mit der Folge, weil die sonst zu lang wird, wenn wir jetzt noch den Kampf gegen den Succubus beginnen. Dann machen wir das lieber in Ruhe in der nächsten Folge. Genau. Ich glaube, ich upgrade die Osiris einfach mal. Okay, das gehen wir jetzt einfach weiter. Okay. Länger gehalten werden. Das ist natürlich ganz praktisch gegen einzelne Gegner, aber das ist natürlich auch nichts, um irgendwie großartig Stilpunkte zu kriegen, wenn man die einfach ja zu Tode reißwolft. Das ist natürlich geil. Das ist natürlich sehr geil. Das werde ich wahrscheinlich eh nicht benutzen, weil ich es nicht schaffe. Aber gut, wir haben noch eine Verbesserung. Ach ja, die haben wir noch gar nicht benutzt. Die Strähne. Uhu. Die sollte ich mehr benutzen. Boah, da kommt man ja total schnell voran. Wenn man es kann, natürlich. Okay, alles klar. Wir haben ein paar Verbesserungen noch gemacht. Ich würde vielleicht gerne mal... Oder zweimal? Pause, dann wieder zweimal. Aber wahrscheinlich muss man das... Nee, das geht, denke ich mal, nur mit Gegnern. Okay, alles klar. Nächste Folge geht es dann in den Succubus an den Kragen. Da hinten sieht man ihn noch mal rumzappeln. Sehr ekelhaftes Vieh, das kann ich euch verraten. Und ja, bis dahin, haut rein, habt noch einen schönen Tag oder Abend oder wann auch immer ihr das Video guckt. Und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao, haut rein.